Hallo meine lieben Freunde von Universe Sandbox 2 und der Astronomie. Wir gucken uns heute mal den schwersten bis dato bekannten Stern an. Das ist R136A1. Ein richtiges Schwergewicht mit ca. 265 Sonnenmassen. Ist schon ein ganz schöner Brummer, jetzt was das Gewicht angeht. Von der Größe her, wenn man hier mal die Sonne im Vergleich hier nimmt, ist er, naja, jetzt nicht unbedingt extrem groß, aber er hat schon eine gewisse Größe. Aber im Vergleich zu den größten bekannten Sternen ist er trotzdem relativ klein. Wie kann jetzt das passieren? Nun, die größten bekannten Sterne, also zum Beispiel Canis Majoris und UY Scuti, sind sogenannte rote Riesen. Das heißt, sie haben eine sehr geringe Dichte. Und wir sehen es also beim größten bekannten Stern, 8,5 Sonnenmassen. Das Ding hat eine Dichte, da könnte man locker drauf surfen, ja, oder locker hier einen Schokoladenriegel drauf schwimmen lassen. Es gibt ja diese wunderbare Werbung, ich glaube mit Mars war es, keine Ahnung. Schwimmt sogar auf Milch, ja, genau so ist die Dichte ungefähr, also katastrophal. Im Vergleich zu diesem extrem dichten Stern mit 265 Sonnenmassen, da ist schon was los bei dem Teil. Und er hat natürlich auch einen bestimmte Charakteristik, er ist extrem heiß, logischerweise, also der Verbrennungswert, also der Brennwert des Sterns ist extrem hoch, als Zentralheizung bestens geeignet. Und warum können Sterne so schwer werden? Nun, es liegt einfach daran, dass wenn ein Stern entsteht, kollabieren ja Gaswolken. Und dieser Stern ist auch relativ früh im Universum entstanden. Und solange sich das Ganze irgendwo stabilisiert und nicht zu schnell passiert, nicht zu viel Masse bekommt, bleibt es auch ein Stern, ja, und wird nicht gleich zum schwarzen Loch oder gleich zur Supernova. Da gibt es eben sehr, sehr viele Parameter, die dafür verantwortlich sind, wie sich so ein Stern entwickelt. Bis vor einer bestimmten Zeit ist man dafür ausgegangen, dass also 150 Sonnenmassen so das Maximum ist. Aber wie gesagt, mit dem hat man also festgestellt, es gibt da noch größere Sterne, noch schwerere Sterne. Und das ist auch eine interessante Geschichte, ja, wie sich das Universum am Anfang so dargestellt hat. Und man darf nicht vergessen, diese ersten Sterne sind dafür verantwortlich, dass wir heute schwerere Elemente haben. Das heißt, euer Computer und alles, was ihr zu Hause habt, besteht aus Abfallprodukten aus solchen Sternen. Also freut euch, bedankt euch bei den schweren Sternen. Ja. Ohne die gäbe es keinen PC, auch kein Universe Sandbox 2. Sehr interessant. Ja. Wie gesagt, die Schwere dieser Sterne muss jetzt noch genau analysiert werden, wie groß solche Sterne oder wie schwer solche Sterne generell werden können. Es gibt mit Sicherheit eine Obergrenze, denn wie gesagt, die Stabilität ergibt sich daraus, wie stark oder wie viel da drin verbrannt wird und fusioniert wird. Und die Gravitation, diese beiden Dinge müssen in einem Gleichgewicht sein und dann können sich solche Sterne auch über längere Zeit etablieren und nicht gleich in die Luft fliegen. Allerdings wird der Stern vermutlich in einer Supernova enden, denn die Masse ist einfach extrem groß. Wenn dann das Verbrennungsmaterial, was da drin verbrannt wird, einfach weniger wird, dann wird er sich kurz mal aufblähen und dann wird er implodieren. Ja, also dann wird er sich also schlagartig zusammenziehen und dann gibt es eben einfach eine Supernova und auch ein schwarzes Loch. Also mit der Masse schaut gut aus. Ja, also da ist sehr interessant. Da der Stern allerdings 10 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist, wird er uns jetzt nicht tangieren. Ja. Aber interessant wäre natürlich mal zu wissen, welche Energien hier frei werden, wenn solche großen Sterne kollabieren. Denn es gibt ja auch ein paar so Rätsel mit sehr großen Explosionen oder sehr großen Licht- und Energieausbrüchen in unserem Universum, wo man nicht genau weiß, wo kommt es eigentlich her. Und das könnte natürlich auch so ein Kandidat sein, der solche extremen Energien produziert und dann eben eine extreme Supernova hier ja auch loslässt. So, meine Lieben, das war es jetzt mal zu R136A1. Da gibt es auch ein paar Artikel dazu. Das könnt ihr euch im Internet mal genau angucken. Einfach mal googeln. Da wird das Ganze ein bisschen näher erklärt. Und ansonsten immer auf der Suche nach dem größten, schwersten Gedöns. Ja, es gibt mit Sicherheit da draußen, ich traue mich fast wetten, es gibt einen größeren Stern. Zum Schluss gebe ich euch nochmal eine Denkaufgabe mit. Wenn das Universum unendlich groß ist, gibt es dann wirklich den größten und den schwersten Stern. Ja. Ist was für Mathematiker, viel Spaß beim Ausrechnen. Ich wünsche euch viel Spaß beim selber Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.